Weiter geht's mit Let's Play Titan Quest V Immortal Throne. Ich bin's, euer Nightwave. Ja, wir sind auf dem Weg zu dem... Also, wir sollen herausfinden, woher die Monster kommen. Und dadurch sollen wir durch die Panas-Höhlen gehen. Mal gucken. Oh Gott. Ja, die Libusse, die fressen unser Leben und heilen sich damit. Das ist ganz besonders fies. Dämonenblut. Yay. Danke. Armschienen. Da sind sie. Na komm, ich behalte meine wegen dem Angriffsspeed. Wobei. Ja, ist eigentlich eine Überlegung wert, ne? Aber man muss gucken. Wir verlieren Angriffsspeed, kriegen dafür aber auch Geschick und Stärke dazu. Oh, ich ziehe dir demnächst an. Beim nächsten Level ab. Ach, blaue Sachen, blaue Sachen, blaue Sachen. Damit wird man erschlagen. Ist das nicht schön? Gehen wir mal hier lang. Ah! Sepias, Meister der Flammen. Halb Wildschwein, halb Mensch. Woran erinnert mich das wohl? Ha. Oh, leg ich doch das an, hat mehr Stärke, ne? Die bisschen Rüstung, das fällt nicht auf. Ja, ja. Und nachdem wir hier die Truhen geplündert haben. Ja, wir haben den Mann der Witwe gerecht. Jetzt kann er in Frieden ruhen. Aber die Witwe wollen wir natürlich natürlich auch noch Bescheid sagen. Es gehört sich nämlich so, wenn man jemanden für jemanden umgebracht hat, dann soll man ihn natürlich Bescheid sagen. Bis der einen dann durch Schuldgefühle bei der Polizei anklagt. So sieht's aus. So. Wo ist sie? Da unten. Ich habe schon wieder von meinem Mann geträumt. Sein Schatten ruht nun friedlich im Land der Toten. Ich habe schon wieder von meinem Mann. Ich habe schon wie. Ich habe kommt schon immer dasselbe. Wieder von meinem Mann. Bedank dich doch mal. Ja, in der wir mir auch alle Nebenquests erledigt. Ist das nicht schön? Also, weiter geht's. Wir haben einer alten Witwe geholfen, die sich kein bisschen dafür bedankt hat, außer dass sie uns 2000 Erfahrungen gegeben hat. Aber das tut nichts zur Sache. Herrlich sowas. Einfach herrlich. Aber weiter geht's. Panas Höhlen. Wir müssen hier eine Antwort finden. Deswegen mal die ganze Höhle erkunden. Spinnen. Oh mein Gott, das sind Spinnen. Nein. Ich hätte auch gleich zum Händler gehen können, ich voll Idiot. Sowas fällt mir immer ganz besonders früh ein. Aber das tut ja nichts zur Sache. So lohnt es sich wenigstens richtig, wenn wir beim Händler sind. Ja, da ist wieder das gute alte Gift von den Viechern. Wer mag das nicht? Ich meine, man kriegt so schon gerne so ein bisschen Gift ab. Das wärmt einen doch den Tag. Das versüßt einen so schön den Tag. Ist wie Zucker. Ja, flieg runter. Du fliegst runter. Nein! Schlecht gezielt. Tack, tack. Hier ist auch nichts. Also mal weiter da nach oben.
Relikt oder eine Essenz. Von denen haben wir ja so wenig. Oh. So. Uns geht langsam Platz aus, aber das interessiert uns auch nicht. Wir machen einfach weiter. So wie sich das gehört. Noch mehr kannst du nicht halten. Teil. Ach komm, da passt noch was. Ich meine, das halt so ein bisschen hier rum. Da passt noch locker eine Waffe rum. Rein eine Dreierwaffe und ein paar Ringe. Essenzen passen da noch locker rein. Also beschwer dich mal nicht. Könnte schlimmer kommen. Zum Beispiel könnten wir das Loch da runterfallen. Das eigentlich schon jemand hingekriegt, wurde getötet und ist dann das Loch untergefallen. Okay. Noch mehr kannst du nicht halten. Ab nach Delphi. Ach ja. No. Yep. Schön zum Arkanist, da ist der Weg kürzer hin. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Danke für das Kompliment, du kleines Arschloch. Solche Leute hat man doch lieb. Also die mag man doch richtig gerne. Auf zum Karawanen. Wiedersehen. Deswegen war der Weg hier unnötig, weil wir eh der Waffenhändler ist in der Nähe des Karawanenbetreibers. Kennst du Simonides? Toller Dichter. Ja, auf jeden Fall kenne ich den Kerl. Ich hatte doch mein Dämonenblut. Jetzt sag nicht, ich habe das verkauft. Leb wohl. Erleichtere deine Last, Krieger. Ach, scheiß doch drauf. Sollen wir den Mist hier loswerden? Gut, die haben wir noch. Ja. Und wieder zurück. Lebe lang, o Reisender. Ja, ja. Die Leute mögen uns. Und weiter geht's in dieser Höhle. Die so klein ist. Hey! Ja, schwammig. So, da nach unten. Das ist die einzige Möglichkeit, die uns noch bleibt. Natürlich sind hier wieder Monster und Monster und Monster. Also du fällst jetzt ins Loch dafür. Nein, verdammt. Schwammige Steuerung. Oh Gott, auf den Limos. Limos, so. Fliegt. Fliegenden Monstern. Ich finde das so lustig. Ach ja. Ach, das sind wieder diese schönen Hunde. Autsch. Oh. Ach ja. Auf den Hund, der ist am gefährlichsten. Runter mit dir. Runter mit dir. Verdammt. Du aber. Verflucht. Ich muss näher ran. Runter. Nein! Fall doch! Los!
Kusch! Ja, langsam gabelt sich diese Höhle in mehrere Richtungen raus. Der Rattenmenschen. Irgendwas. Ich wollte schon sagen. Ja, eine Sackgasse. Ich liebe Sackgassen. Sackgassen, die ermuntern einen immer so, weiter zu suchen. Also, ja. Monster, wie schon getötet haben. 2656 und ich nehme schon fast 6 Stunden lang auf. Sehr schön. So. Hunde! Glück gehabt. Flieg runter! So schön. Oling! Boning! Boning! Verdammt! Verdammter Knochenhaufen! Da ist der Ausgang da hinten. Wie viele Beine schieben wir im Moment kriegen? Juhu! Hinterland des Panas. Sehr schön und idyllisch hier. Oh, sehr schön gemacht. Mänaden schon wieder. Ach, die liebe ich ja. Die Truder, die ist fies. Also, wenn wir schon hier sind, soll es irgendeinen Grund haben. Also suchen wir mal weiter. So. Aber schön idyllische Gegend da hinten. Also das ist echt unglaublich. Sehr nett gemacht. Gib mir den ganzen Mist da. Axt des Könnens. Also das hört sich natürlich nett an. Cepheus-Wälder. Cepheus-Wälder, so. Hier ist ein Lager. So, hier gegen die Wand. Bock. Na, da. Eine Essenz, mal wieder. Die kriegen wir so selten. Ah. Ja, ja, ist das nicht schön. Minäden. Mänaden. Nicht Mänaden. Das ist wieder eine natürliche Höhle. Noch mehr von den Mistviechern. Ey. Ich akzeptiere das so nicht.
Hallo? Ja, weiter geht's in der nächsten Episode von Let's Play Titan Quest Remote Throne. Danke fürs Zuschauen, bis später.